interessant. Es war einmal in einem fernen Land, da lebte die Familie Darling. Sie hatten 3 Kinder. Die älteste war Wendy und die Söhne hießen John und Michael. Eines Abends gingen ihre Eltern aus. Die Kinder spielten den ganzen Abend miteinander und hatten sehr viel Spaß. Als sie müde und schläfrig wurden, begann ihre Schwester, ihnen die Geschichte über Peter Pan zu erzählen. Es war einmal in einem weit, weit entfernten geheimen Land. Da lebte ein Junge namens Peter Pan. Bei der Geschichte schliefen alle ein. Später in der Nacht hörte Wendy ein Geräusch vom Fenster her und wachte auf. Und was sah sie? Vor ihr auf der Fensterbank saß ein Junge und um ihn herum flog eine Fee. Beide lachten über sie. Guten Abend, mein Name ist Peter Pan. Ich bin der Held der Geschichte, die du deinen Brüdern erzählt hast. Auch wenn du ein paar Details vergessen hast, war es trotzdem eine wunderbare Geschichte. Und mein Name ist Tinkerbell, aber du kannst mich auch Glöckchen nennen. Du kannst es dir aussuchen. Ich bin eine Fee. Wahnsinn! Euch gibt es wirklich? Ich freue mich sehr, euch kennenzulernen. Natürlich sind wir echt, aber wir leben in einem geheimen Land. Wir sind gute Freunde und kennen uns schon lange. Ich habe eine Idee, Peter Pan. Nimm wir die Kinder doch mit und gehen zurück nach Niemandland. Was sagst du? Oh, das wäre ein Abenteuer. Ich liebe Abenteuer. Aber ihr könnt fliegen und wir, nun, wir haben keine Flügel. Wir können nicht fliegen. Mach dir darüber mal keine Gedanken. Sobald ich ein bisschen Feenstaub auf euch streue, könnt ihr genauso fliegen wie wir. Wendy wollte unbedingt dieses Abenteuer erleben und so weckte sie ihre Brüder sofort auf. Als John und Michael Peter Pan vor sich sahen, waren sie unglaublich überrascht. Ja, ich war genauso erschrocken, als ich sie zum ersten Mal sah. Aber Peter Pan und Tinkerbell aus der Geschichte sind echt und sie laden uns in ihr geheimes Land ein. Was? Ein geheimes Land? Wo ist es versteckt? Wie kommen wir dorthin? Da müssen wir hin. Kommt, lasst uns gehen. Ja, Wendy, komm, lass uns gehen. Komm, lass uns gehen. Wendy stimmte freudig zu. Sofort streute Tinkerbell Feenstaub auf die Kinder und sie begannen in der Luft zu schweben. Alle 3 waren fasziniert und so flogen sie zusammen aus dem Fenster. Oho, Wahnsinn! John, schau, wir fliegen! Auf geht's, wir haben einen langen Weg vor uns. Nach einem langen Flug kamen sie in Nimmerland, dem geheimen Ort, an. Dort lebten wilde Tiere, Indianer, Feen und verlorene Kinder. Aber leider auch gefährliche Piraten. Der Anführer der Piraten hieß Kapitän Hook und er war Peter Pans größter Feind. Der Grund für ihre Feindschaft lag weit zurück. Eines Tages hatte Kapitän Hook die Prinzessin der Indianer gefangen genommen. Hä? Um die Prinzessin zu befreien, kämpfte Peter Pan mit dem Kapitän Hook. Dabei schnitt er ihm mit dem Schwert eine Hand ab und diese fiel ins Meer. Ein Krokodil schnappte sich die Hand zusammen mit seiner Armbanduhr. Jetzt schwimmt das Krokodil herum und macht Tick-Tack, Tick-Tack. Seitdem heißt das Krokodil Tick-Tack.
Um seine fehlende Hand zu ersetzen, bekam der Kapitän einen Haken. Und so wurde er als Kapitän Hook bekannt. Peter Pan und die Kinder gingen zum Haus von Peter Pan, ohne von Kapitän Hook gesehen zu werden. Der Kapitän spionierte jeden in Nimmerland aus. Dabei benutzte er sein Teleskop, daher waren sie sehr vorsichtig und versteckten sich auf dem Weg. Bei Peter Pan zu Hause waren noch 3 verlorene Kinder. Auch diese 3 hatte Peter Pan früher aus Kapitän Hooks Gefangenschaft befreit. Sofort belagerten sie Wendy. Herzlich willkommen! Heißt das, dass wir jetzt jeden Tag was Leckeres zu essen bekommen? Muss ich etwa kochen, nur weil ich ein Mädchen bin? Aber... Egal, du hast Glück, ich koche gerne. Natürlich koche ich gerne für euch. Ich werde euch abends Geschichten erzählen, bevor ihr schlafen geht. Hurra! Yippie! Die Kinder waren glücklich und umarmten Wendy. Wendy war wie eine Mutter zu ihnen. Sie kochte leckeres Essen, backte Kuchen und erzählte ihnen Geschichten vor dem Schlafengehen. Sie alle wurden mit Peter Pan wirklich gute Freunde. Sie gingen gemeinsam in den Wald und lernten sich besser kennen. Doch Tinkerbell war über diese neue Freundschaft eifersüchtig. Sie dachte, dass Peter Pan sie vergessen hatte und dass er sie vernachlässigte. So beschloss sie, Wendy loszuwerden. Wendy muss zurück nach Hause. Peter Pan ist mein Freund. Ich bin diejenige, der ihn im verlorenen Wald gefunden und nach Nimmerland gebracht hat. Jetzt verbringt er seine ganze Zeit mit Wendy anstatt mit mir. Dafür muss ich eine Lösung finden. Wendy hatte davon aber keine Ahnung. Ihr einziger Gedanke war, allen in Nimmerland zu helfen. Eines Tages saßen Peter Pan und Wendy auf einem Felsen und unterhielten sich. Währenddessen beobachtete Kapitän Hook sie mit seinem Fernrohr. Genau da! Das ist Peter Pan! Schnell! Alle rannten auf dem Schiff herum, feuerten und versuchten, Peter Pan zu erschießen. Ihr Idioten! Nicht mich! Ihr sollt Peter Pan erschießen! Tinkerbell, bringe Wendy in Sicherheit. Ich gehe zurück zum Piratenschiff. Diesmal ist das dein Ende, Kapitän Hook. Komm, Wendy, beeil dich. Tinkerbell schmiedete sofort einen Plan. Sie brachte Wendy hoch auf eine Wolke und ließ sie dort einfach stehen. Dann flog sie hinunter direkt neben die Kinder. Hey Kinder, Peter Pan sagte, dass dort oben auf der Wolke ein großer Vogel sitzt und dass ihr auf ihn schießen sollt. Sofort nahmen die Kinder alle ihren Bogen auf und schossen mit ihren Pfeilen in Richtung der Wolken. Währenddessen beschäftigte sich Peter Pan mit Kapitän Hook auf dem Deck des Schiffes. Willst du einen Haken an dem anderen an, Kapitän? Wenn du mutig genug bist, sollten wir mit dem Schwert kämpfen. Ich warte auf dich am Strand. Komm, wenn du kein Angsthase bist. Peter Pan flog zum Strand und das Schiff näherte sich dem Ufer. Dort begannen die beiden Feinde mit dem Schwertkampf. Wenig später hörte Kapitän Hook ein vertrautes Geräusch hinter sich. Tick-tack, tick-tack, tick-tack. In dem Moment, in dem er das Geräusch hörte, drehte er sich in Panik um und sah, wie Tick-tack auf ihn zukam. Er warf sein Schwert in die Luft und lief so schnell er konnte zum Schiff zurück. Mama! Mami! Peter Pan machte sich lautstark über Kapitän Hook lustig. Doch plötzlich musste er an Wendy denken. Er lief zu den anderen, um nach ihr zu sehen. Zu seiner Überraschung fand er Wendy mit einem Pfeil in der Brust auf dem Boden liegen. Peter Pan erschrak und er hatte auch große Angst. Er dachte, dass es seine Schuld war, was Wendy widerfahren war. Tinkerbell, Kinder, was ist passiert?
Tinkerbell hat uns gesagt, wir sollen auf den Vogel in den Wolken schießen. Sie sagte, du wolltest es so. Also schossen wir in die Wolken. Aber es war kein Vogel, sondern Wendy. Alle Kinder waren sehr traurig und weinten. Tinkerbell, du hast uns angelogen. Peter Pan beugte sich zu Wendy herunter und zog den Pfeil aus ihrer Brust. Aber wieso ist da gar kein Blut an dem Pfeil? Der Pfeil hatte lediglich den Knopf von Wendys Weste getroffen und hatte ihre Brust nicht durchbohrt. Da bemerkte Peter Pan, dass sie vom Schock des Aufpralls nur ohnmächtig und zu Boden gefallen war. Wendy! Wendy! Komm, wach auf! Wendy öffnete die Augen und als sie aufstand, waren alle glücklich. Fröhlich umarmten sie alle. Sie kehrten gemeinsam nach Hause zurück. Tinkerbell beobachtete von ihrem Feenbau alles, was vor sich ging. Sie schämte sich über das, was sie getan hatte. Sie ging zum Haus von Peter Pan und entschuldigte sich bei allen. Es tut mir so leid. Ich möchte mich bei euch allen entschuldigen, besonders bei dir, Wendy. Kannst du mir vergeben? Ich habe es getan, weil ich eifersüchtig auf deine Freundschaft mit Peter Pan war. Ich schäme mich so sehr. Ich verdanke dir mein Leben, Tinker. Niemand kann jemals deinen Platz einnehmen. Wir werden immer Freunde sein, aber was du getan hast, war falsch. Ich möchte, dass du heute Abend zu deinem Feenbaum gehst und darüber nachdenkst, was du getan hast. Wendy vergab Tinkerbell. Aber da Peter Pan Tinker gesagt hatte, sie solle zu ihrem Feenbau gehen, kehrte Tinkerbell dorthin zurück. Wir sind alle heute schrecklich müde. Kommt, Kinder, Zeit zum Schlafen. Aber zuerst erzähle ich euch eine Geschichte. Wendy erzählte den Kindern die Geschichte über drei Kinder, die in ein geheimes Land gingen. Sie erzählte ihnen die Geschichte über sich selbst. Ihre Brüder wollten zurück nach Hause. Sie vermissten ihre Mutter und ihren Vater wirklich. Wendy fragte die verlorenen Kinder: Wir gehen zurück nach Hause. Möchtet ihr mit uns kommen? Ob wir mit euch kommen wollen? In ein richtiges Zuhause? Ja, das möchten wir. Hurra! Ich kann es gar nicht glauben. Wir bekommen ein richtiges Zuhause. Peter, warum kommst du nicht auch mit uns? Du kannst bei uns wohnen, wenn du möchtest. Niemals. Eines Tages werdet ihr alle erwachsen und alt sein. Aber ich will für immer ein Kind bleiben. Am nächsten Tag streute Tinkerbell Feenstaub auf alle. Gerade als Wendy und die Kinder losfliegen wollten, gelang es Kapitän Hook, sie zu fangen. Er hatte sie mit dem Teleskop beobachtet. Als Tinkerbell sah, was vor sich ging, flog sie schnell zu Peter Pan und berichtete ihm alles. Peter Pan, beeil dich! Alle sind gefangen genommen worden! Rette sie! Was? Er hat sich unsere Freunde geschnappt? Jetzt habe ich aber genug von diesem Kapitän! Dein Ende ist gekommen! Jetzt wirst du Krokodilfutter! Sofort flog er zum Schiff. Als die Kinder Peter Pan sahen, riefen sie begeistert. Es ist Peter Pan! Hurra! Wir sind gerettet! Der Kapitän attackierte Peter Pan sofort mit seinem Schwert. Und so kämpften sie wieder mit dem Schwert. Sie kämpften so lange, bis Peter Pan plötzlich das typische Tick-Tack des Krokodils hörte. Diese Chance wollte er sich nicht entgehen lassen und kämpfte unerbittlich weiter. Er drängte den Kapitän ins Meer. Als Tick-Tack bemerkte, dass der Kapitän hineingefallen war, schwamm er direkt auf ihn zu. Nachdem die gesamte Mannschaft von Kapitän Hook begriffen hatte, dass sie verloren hatten, sprangen sie ihrem Kapitän hinterher ins Meer. Mama! Mami! Du feiger Kapitän! Lauf weg! Jetzt weißt du, was es bedeutet, meine Freunde zu fangen! Von nun an waren alle in Nimmerland von den Piraten befreit und sie hatten sogar ein Schiff. Peter Pan befreite sofort die Kinder.
Sie feierten ihren Sieg, indem sie mit dem Schiff herumfuhren. Peter Pan war nun Kapitän. Ja, es ist Zeit, nach Hause zu gehen. Ich werde dafür sorgen, dass ihr alle sicher nach Hause kommt. Hurra! 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 Vielen Dank für alles, Peter Pan. Ich werde dich nie vergessen. Ich werde dich auch nicht vergessen, Wendy. Bitte verstehe mich, ich kann dort nicht leben. Peter Pan war eigentlich sehr traurig, dass er sich von Wendy und den Kindern trennen musste. Aber er hatte noch Tinkerbell, die bei ihm bleiben würde. Dürfen wir dich mal besuchen, Wendy? Aber natürlich, wann immer du möchtest, Tinker. Zum letzten Mal umarmten sie sich, dann flogen sie alle zurück nach Hause. Dort wurden sie bereits sehnsüchtig von ihrer Familie erwartet. Wendy, John, Michael, wir haben euch vermisst. Wo seid ihr gewesen? Wer sind diese drei Kinder? Das sind die verlorenen Kinder, Mutter. Wir sind gerade aus Nimmerland gekommen. Nimmerland? Wendy erzählte ihrer Familie alles, was sie erlebt hatten. Ihre Mutter und ihr Vater waren zwar schockiert, jedoch unglaublich glücklich, wieder mit ihren Kindern vereint zu sein. Als Wendy später aus dem Fenster schaute, waren Peter Pan und Tinkerbell längst verschwunden. Doch Wendy winkte immer noch. Auf Wiedersehen, Peter Pan. Bis bald. Autsch, 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 autsch. Ich bin fix und fertig von diesen Ziegen. Komm schon, lade unser Spiel herunter und zeige, wie schnell du bist. Es war einmal ein alter Müller. Der hatte einen Esel, der seit Jahren bei ihm war. Der Müller machte Mehl aus Mais, den der Esel von den Feldern zur Mühle trug. Der Esel des alten Müllers wurde mit der Zeit alt und schwach. Er war nicht mehr in der Lage, das Mais zur Mühle zu tragen. Aber der Müller brauchte einen starken, kräftigen jungen Esel. Er war darüber sehr traurig, dass die Zeit nun gekommen war, sich von diesem Esel zu trennen, der über die Jahre ihm gedient hatte. Du bist nun sehr alt. Und das Mais, das du zur Mühle tragen musst, ist für dich eine sehr schwere Last geworden. Leider muss ich dich gehen lassen. Ich brauche einen jungen Esel. Aber bitte, sei nicht traurig. Du hast ja immer gesagt, dass du eine großartige Stimme hast und dass du einmal Stadtmusikant sein möchtest. Hier ist deine Gelegenheit. Morgen kannst du deinen Träumen folgen. Der Esel war sehr glücklich und träumte die ganze Nacht durch im Stall. Zudem freute er sich, dass er seinen Besitzer nie verärgert hatte, war aber auch ein bisschen traurig, dass er ihn verlassen musste. Mit dem Wissen, dass er seine Aufgaben für ihn immer ordentlich gemacht hatte, fiel er in einen tiefen Schlaf ein. Am nächsten Tag machte er sich auf den Weg nach Bremen. Nachdem er einige Zeit gelaufen war, erblickte er im Garten eines Hauses einen weinenden alten Hund. Mein Freund Hund, was ist passiert? Warum weinst du? Warum soll ich nicht weinen? Mein ganzes Essen ist weg. Mein Besitzer ging für einen sehr wichtigen Job in die Stadt und wollte heute Abend zurückkehren. Es scheint aber, dass er für einige Zeit nicht zurückkommen wird. Er hat mir eine Nachricht geschickt, dass ich auf mich selbst aufpassen soll. Wie soll ich in diesem Alter Knochen finden? Was soll ich denn jetzt tun? Ich bin sehr traurig für dich. Aber es gibt keinen Grund zu weinen. Ich denke, es ist eine Gelegenheit für dich, dein Leben neu zu beginnen. Was meinst du? Ich bin in der gleichen Situation wie du und fange nun mein neues Leben an. Ich gehe nach Bremen. Ich möchte Stadtmusikant werden und wenn du möchtest, kannst du mitkommen und Trommel spielen. Der Hund akzeptierte mit Freude den Vorschlag des Esels und so machten sie sich gemeinsam auf den Weg. Es war nicht viel Zeit vergangen, als sie in einem anderen Garten neben der Tür eine alte Katze sahen, die ein brummeliges Gesicht machte. Sie wurden sehr neugierig und fragten die Katze: Schwester Katze, was ist passiert? Warum hast du so ein mürrisches Gesicht? Miau. Aha.
Früher war ich ja so glücklich. Ich bin im Garten gelaufen und bin auf Bäume geklettert. Mäuse hatten früher Angst vor mir. Ich bin sehr alt geworden. Alles, was ich tun möchte, ist, mich zusammenzurollen und auf einem Kissen zu schlafen. Mäuse springen um mich herum und sie beachten mich nicht einmal mehr. Aus diesem Grund sagte mir mein Besitzer, dass er eine junge Katze holen würde. Ja, ich hab's. Komm mit uns nach Bremen. Wir waren in derselben Situation wie du. Wir möchten Stadtmusikanten werden und so haben wir uns auf den Weg gemacht, ein neues Leben zu starten. Möchtest du dein Leben auch verändern? Natürlich möchte ich. Meine Krallen sind ja noch ganz. Ich kann sehr gut Gitarre spielen. Die drei machten sich wieder auf den Weg. Es war nicht viel Zeit vergangen, als sie auf einen Hahn stießen, der auf einem Zaun neben einer Farm saß. Der Hahn sah ziemlich traurig aus. Hallo, mein Freund Hahn, wie geht es dir? Ich bin so traurig. Obwohl ich so gerne singe, kann ich meinen Besitzer früh am Morgen nicht rechtzeitig aufwecken. Ich sah immer zu spät. Ich bin ja auch sehr alt geworden. Sie lassen mich nicht einmal mehr in den Hühnerstall rein. Du bist genau der Sänger, nach dem wir suchen. Wir möchten Stadtmusikant werden und haben uns auf den Weg gemacht, ein neues Leben zu starten. Wir haben noch keinen Sänger. Möchtest du es sein? Komm mit uns nach Bremen. Beginn dein neues Leben. Der Hahn nahm das Angebot mit Freude an und schloss sich der Gruppe an, während sie ihren Weg fortsetzten. Sie liefen eine Weile lang und liefen. Es wurde dunkel und sie wurden sehr müde. Sie beschlossen, sich unter einem Baum auszuruhen. Der Hahn und die Katze kletterten auf den Baum. Der Hund und der Esel lagen darunter. Weil sie sehr hungrig waren, konnten sie nicht einschlafen. Gerade als sie sich überlegten, wie sie die Nacht an einem Ort verbringen würden, den sie überhaupt nicht kennen. Ich sehe ein Haus vor mir. Es scheinen Lichter aus dem Fenster. Die werden sicherlich was zu essen haben. Und wir können uns dort auch sicherlich ausruhen. Lasst uns gehen! Sie liefen bis zum Haus. Der Esel neigte den Kopf zum Fenster und teilte seinen Freunden mit, was er sah. Wir haben gute Arbeit, großartige Arbeit, Jungs. Es befinden sich drei Männer im Haus, die so aussehen wie Räuber und sie haben Waffen. Ich habe einen gedeckten Tisch mit schönem Essen gesehen und außerdem befinden sich unter dem Tisch Geld und Juwelen. Der Esel begann sich einen Plan auszudenken. Wir müssen herausfinden, wie wir die drei Brüder aus dem Haus jagen können. Nur so können wir unsere Magen füllen. Okay, ich hab's. Hier ist der Plan. Hund, du steigst auf meinen Rücken. Katze, du oben auf den Hund. Und Hahn, du kletterst auf uns alle. Zähle bis drei und wenn ich drei sage, werden wir alle gleichzeitig schreien. Okay? Eins, zwei, drei. Alle schrien zur gleichen Zeit und machten seltsame Geräusche. Die Räuber, die diese lauten Schreie von draußen hörten, bekamen Angst, rannten weg und ließen alles zurück. Überglücklich, dass ihr Plan erfolgreich war, gingen die vier Freunde hinein. Wow, hier gibt es wunderbares Essen. Schaut, sie haben sogar Leber und Milch. Habt ihr gesehen, wie groß das Steak ist? Das ganze Mais gehört mir. Sie saßen zusammen am Tisch und aßen nach Herzenslust. Nachdem sie ihre Bäuche gefüllt hatten, wurden sie müde. Also machten sie das Licht aus und fielen in einen süßen Schlaf. Die Räuber hatten das Haus von außen beobachtet und darauf gewartet, dass die Lichter ausgehen. Sie wollten wieder ins Haus gehen, um herauszufinden, was los war. Sie wählten einen aus der Gruppe, dass er das Haus überprüft.
Einer von uns muss sich im Haus umsehen. Du, geh und schau und dann gib uns Bescheid. Warum muss ich immer gehen und schauen? Weil du der Mutigste und Klügste von uns allen bist. Ja, wirklich, ist das wahr? Ja, ja, natürlich. Komm schon, geh. Dümmle, er hat uns geglaubt. Der Räuber, der zum Haus ging, öffnete vorsichtig die Tür und spähte hinein. Im Dunkeln glaubte der Räuber, die Augen der Katze seien voll. Es war draußen sehr kalt und da er sich aufwärmen wollte, streckte er seine Hand rein. Die Katze nutzte diese Gelegenheit und stürzte sich direkt auf den Kopf des Räubers, kratzte ihn und schlug ihn nieder. Als der Räuber versuchte zu fliehen, um sein Leben zu retten, biss der an der Tür liegende Hund ins Bein des Räubers. Der Esel, der bisher alles beobachtet hatte, gab dem Räuber einen Tritt. Zur gleichen Zeit krähte der Hahn ununterbrochen. Rennt weg! Geht nie wieder ins Haus zurück! Es ist zu gefährlich für uns! Ich sah schreckliche, grausige Kreaturen! Während ich versuchte zu fliehen, hörte ich einen von ihnen rufen: Schnappt ihn! Auf diese Weise hatten die vier Freunde ein neues Zuhause und Geld. Sie gingen oft nach Bremen, um regelmäßig Konzerte zu geben. Das Volk hatte sie mit der Zeit kennengelernt und sie sehr geliebt. Der Esel spielte Mundharmonika, der Hund die Trommeln, die Katze spielte Gitarre und der Hahn sang. Die vier Freunde lebten glücklich zusammen und fühlten ihre Träume bis zum Ende ihres Lebens fort. Autsch, 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 ich bin fix und fertig von diesen Ziegen. Komm schon, lade unser Spiel herunter und zeige, wie schnell du bist. Hallo Leute, abonnieren Sie unseren Kanal Kondo-san und schauen Sie sich die beliebtesten Märchen, Kinderlieder und Zeichentrickfilme an. Vergessen Sie nicht, auf das Glockensymbol zu klicken, um Benachrichtigungen von uns zu erhalten.